herzlich willkommen zu unserer Frühjahrsputz-Sendung. Mit unseren Produkten wird Ihr Frühjahrsputz definitiv zum Highlight. Im Handumdrehen wird das Ganze so flutschen. Und dafür haben wir Ihnen die passenden Produkte hier und heute mitgebracht, damit Sie sich auch einfach mal passend zum Sommer ein bisschen zurücklehnen können und können einfach mal genießen. Und wir starten mit der Platz, mit dem Platz Nummer 10, Rebecca. Ja, und da haben wir unseren kompakten Akkuhahn-Staubsauger. Ein richtiges Highlight, wenn du mich fragst. Du hast gerade gesagt, es soll so richtig flutschen, ne? Und damit es so richtig flutscht, brauche ich auch die richtigen Geräte. Und bei mir steht jetzt auch wieder so ein kleiner Autoputz an. Aber was bei mir super lästig ist, ist, dass ich noch nicht so einen Handsauger habe, der akkubetrieben funktioniert, also komplett ohne Kabel auskommt. Und da haben wir natürlich hier einen super praktischen Handsauger, weil der so schön kompakt ist, leicht ist. Und damit können Sie beispielsweise Ihr Auto perfekt putzen. Sie sehen hier, wir haben unterschiedliche Fugenaufsätze. Wir haben hier einmal diesen Fugenaufsatz und einen Bürstenaufsatz haben wir auch mit dabei. Die können Sie beliebig einfach auswechseln und so beispielsweise Ihr Auto aussaugen. Oder die kleinen Malheure, die man immer so hat im Alltag, die kennt man. Ne? Und wenn man dann diesen großen Staubsauger immer nehmen muss, der vielleicht auch noch kabelgebunden ist, das ist immer ein Zeitaufwand. Hier nimmst du einfach diesen Handsauger schnell zur Hand, passt sogar in die Schublade, in die Küchenschublade vielleicht sogar. Schauen Sie mal, wie schön kompakt der daherkommt. Und dann haben Sie hier Ihren Sauger für die kleinen Malheure, sagen wir mal, Cornflakes-Schüssel ist ausgeleert worden von den Kindern. Oder Sie haben hier und da mal Hundehaare, die Sie mal ebenso von Ihren Polstermöbeln entfernen wollen. Dann nehmen Sie den einfach raus, machen den Fugenaufsatz drauf. Und los geht's. Also ich kenne das von meinem Hund, Rebecca. Mein Mowgli, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch ein Haustier, der hart einfach, obwohl er ist ein Kurzhaar, aber es ist dennoch so, es verbleiben immer so Härchen. Und dann muss ich immer meinen Riesenstaubsauger raustragen und dann die Haare zu entfernen, weil es kommt Besuch. Es ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Wir wollen das Ganze sauber und clean haben. Und da ist natürlich sowas ideal, weil da können Sie immer einfach zack, zack, zack. Genau. Da sind die Haare entfernt und Sie sind einfach im Handumdrehen dabei, ohne jetzt irgendwas anzuschließen an eine Steckdose oder dergleichen, richtig? Ja, das geht hier wirklich zack, zack. Und wo du gerade von deinem Mowgli gesprochen hast, was natürlich für Tierbesitzer super toll ist und auch für Allergiker ist, dass wir hier einen HEPA-Filter mit drin haben. Habe ich eben gerade auseinandergebaut für Sie. Können Sie ganz einfach wieder zusammenbauen und das Tolle ist ja auch, Sie benötigen keinen Staubsaugerbeutel. Ne? Also das geht alles hier in diesen Kunststoffbehälter, den können Sie dann ganz einfach auseinanderbasteln, HEPA-Filter raus und dann den Behälter einfach über den Mülleimer leeren. Hoppala. Und dann haben Sie den auch schon wieder direkt einsatzbereit. Also das ist so genial, gehört in jeden Haushalt, weil das haben wir immer mal, dass wir mal eben schnell was Kleines wegsaugen wollen. Oder ich habe zum Beispiel einen Wohnzimmertisch, der hat so Kanten. Und an diesen Kanten sammelt sich auch immer so ein bisschen der Dreck. Ne? Hier mit dem Fugenaufsatz können Sie natürlich auch an so Kanten ideal entlang gehen, da mal langsaugen oder zum Beispiel auch diese Fußleisten einfach mal absaugen. Kennst du das auch? Ja, so natürlich. An den Fußleisten, da sammelt sich ja auch immer so Staub an. Da einfach mal lang gehen und dann ist es und auch Rebecca, man muss sich ja typisch immer so bücken. Ne? Und das geht natürlich unheimlich auf den Rücken. Das reimt sich sogar. Und das ist ziemlich lästig, finde ich. Und wenn man jetzt diesen tollen Handstaubsauger hat, da kann man mal ebenso schnell auf den Fußleisten, in den Sofa-Ecken überall, wo es benötigt wird. Ja. Und genau. Sofa-Ecken ist auch ein Stichwort. Ne? Damit können Sie natürlich auch zwischen die Kissen gehen. Also ideal hier dieses Akku-Handstaubsaugergerät. Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, passend zum Frühlingsputz tun Sie sich doch einen Gefallen. Schauen Sie sich doch mal dieses tolle Modell an. Das sieht nicht nur schick aus, sondern es ist effektiv. Und dann noch für diesen Preis für 21,84 €. Das ist echt gut. 84 zum TV-Sonderpreis hier und heute. Damit tun Sie sich definitiv einen Gefallen. Sie bestellen diesen Handstaubsauger mit der ZX6096, der 569 am Ende. Ich bin wirklich begeistert von diesem Produkt.
denn ich bin jetzt nicht unbedingt ein Liebhaber von Putzarbeiten. Ich mache es mir immer lieber einfach, weil ich immer sage, warum denn schwer, wenn es auch einfach gehen kann. Und das geht es hier tatsächlich bei Pearl TV. Das war unser Platz Nummer 10 und jetzt freue ich mich riesig, Ihnen den Platz Nummer 9 zu repräsentieren. Der sich schon hier richtig schick macht an Diana. Aber das ist jetzt nicht irgendein Staubwedel, also auch das schon super toll, sondern es ist ein Staubwedel mit Teleskopgriff. Und sehen Sie, wie lang der ist? 2,80 Meter lang kann der werden, wie Sie möchten. Aber das macht es auch super einfach, wenn ich gerade diese Stellen habe, die ich nicht so gut erreichen kann, gerade an den Decken mal, wenn Sie hohe Decken haben oder da auch nicht wirklich auf eine Leiter klettern wollen, dann können Sie ganz einfach hier Ihren Fifi, wie du immer sagst, Diana, ne? Ihren Fifi zur Hand nehmen. Und das ist nicht alles, dass wir hier den Teleskopgriff haben, sondern wir können hier Fifi auch komplett hinbiegen, wie wir wollen. Ich könnte sogar hier eine Ecke, eine Kante reinbiegen. Also super gut gemacht. Das ist wie Tetris, Rebecca. Das ist wie Tetris, genau richtig. Können Sie hier zusammenbauen, wie Sie mögen. Aber das ist natürlich auch super, dass ich den zurechtbiegen kann. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Möbel denken, die vergisst man ja schon mal von oben abzustauben. Weil das Schöne ist, das sehen wir nicht, wenn sich auf den Möbeln oben, auf den hohen Möbeln Staub ablagert. Aber das ist nicht so schön, wenn man dann nach Monaten da mal drüber wischt. Deswegen einfach mal regelmäßig mit Ihrem Staubwedel da drüber gehen. Und gerade dadurch, dass Sie den biegen können, können Sie da auch perfekt die Kante entlang fahren und so auch Möbel von oben putzen, ohne auf Leiter steigen mein zu müssen. Mein Opa, der kam damals immer zu mir nach Hause und dann ist er so mit dem Finger über die Fensterbank. Und dann hat er, wenn das nicht sauber genug geputzt war, hat er da Sau drauf geschrieben. Das fand ich saumäßig, Rebecca, wirklich wahr. Aber ich muss Ihnen eins sagen, damit ist dieser Spruch tatsächlich von gestern, wenn Sie das auch kennen, wenn Sie Besuch einladen, dann soll es schön sein. Und dann sollen die Gäste nicht auf Toilette gehen und denken, naja, es ist unglaublich schön eingerichtet. Aber an Sauberkeit, da fehlt es natürlich noch irgendwo in gewissen Punkten. Und das ist damit natürlich nicht mehr der Fall. Denn wir haben hier diesen Teleskop-Staubputzer und der ist wirklich grandios, finde ich. Ja, mit dieser Länge ist super. Auf jeden Fall mit dieser Länge. Diana hat es uns gerade auch perfekt demonstriert, was ich eben gerade erklärt habe. Einfach mal von oben an die Möbel ran, sogar an die höchste Kamera, die wir hier im Studio haben, kommt Diana ran. Das ist so gut gemacht, auch wenn wir mal an die Lampen denken, die auch gerne Staub fangen. Ne? Das sind ja auch so typische Flächen, wo ich nicht so gerne hoch möchte. Das lassen wir einfach unseren biegsamen Fifi hier für uns erledigen. Und vor allen Dingen kann man den auch ganz klassisch schon einfach reinigen. Einfach unter warmes Wasser ein bisschen unter die Brause halten, danach einfach trocknen oder mit ein bisschen Spüli. Das geht und funktioniert tatsächlich wirklich super. Sie bestellen unseren Staubwedel mit Teleskop-Haltestange mit der NX9687, der 569 am Ende. Und damit wählen Sie wirklich allen einen vor. Das muss man mal wirklich klar und deutlich betonen. Das war unser Platz Nummer 9, meine lieben Damen und Herren, wir kommen jetzt auf Platz Nummer 8. Genau, wir schauen uns aber noch ganz kurz hier den Wedel an, weil das müssen wir uns mal angucken, so eine Stelle ist, die super schwer ist zu erreichen. Und wenn Sie, wie gesagt, nach langer, langer Zeit erst dahin gehen und dann mal den Staub wischen, dann ist das einfach eine richtig ordentliche Staubschicht. Machen Sie es einfach regelmäßiger. Wenn es so einfach geht, funktioniert das doch sehr gut. Da hast du völlig recht. Und den Platz Nummer 8, den mussten wir natürlich noch mal ordentlich ausschöpfen. Aber wir kommen jetzt auf unsere nächste Platzierung. Platz 8. Haben wir unseren Nass- und Trockenbodenwischer. Auch ein herrliches Produkt, was wir hier Ihnen präsentieren können. So einfach. Und was ich hier der Knaller finde, ist einfach der Preis. Sie haben hier einen Wischer, der mit zwei Wischseiten daherkommt. Na, also wenn wir hier mal schauen, haben wir hier diese fluffigere Seite. Das ist zum Trockenwischen. Und wir haben diese andere Mikrofaserseite, die perfekt zum Nasswischen ist. Ich habe schon ein wenig Arbeit geleistet, sieht man hier. Und das
das Tolle ist jetzt auch dieser Wassertank. Und das ist jetzt der Knaller hier an diesem Gerät, dass wir hier keine Eimer mehr haben. Wir haben kein Schmutzwasser, wir haben immer hier sauberes Wasser. Und das ist toll und der Unterschied zum herkömmlichen Bodenwaschen, denn das kennst du mit Sicherheit auch, Cindy. Ja. Man hat diesen ekligen, nass triefenden Lappen und muss den immer nehmen, muss sich dafür bücken, im Eimer dann auswringen und dann habe ich, zack, nur noch Schmutzwasser im Eimer. Hier machen Sie das ganz einfach mit dem Griff und dann spritzen Sie ein bisschen Wasser auf den Boden und können so direkt mit dem Mikrofasertuch drüber wischen. Auch gerade für Echtholzböden ideal, weil das ist auch so eine Gefahr, wenn ich mit einem normalen Lappen und einem Eimer putze, dann überwässere ich schon mal schnell, ne? Wenn ich das nicht richtig ausgewrungen habe. Und gerade bei Echtholzböden, wie wir ihn hier auch gerade sehen, ist das einfach nicht so schön. Sie können jetzt hier erstmal Wasser auftragen, so viel wie Sie mögen. Sie haben hier 700 Milliliter Kapazität und können dann einfach mit dieser Swap-Funktion, Fast Swap nennt sich das, können Sie dann Ihren Wischer umdrehen. Genau, so einfach geht das nämlich. Und dann nochmal drüber polieren. Und damit kriegen Sie die Böden richtig schön geputzt mit frischem Wasser, immer sauberem Wasser und können auch noch richtig schön nachpolieren. Also Schlieren sind auch mit diesem Mikrofasertuch einfach passiert. Und vor allem, Rebecca, es geht ja meist immer so auf den Rücken. Jeder kennt das, wenn man dann so am Wischen ist. Es ist unglaublich anstrengend, weil man wischt das Wohnzimmer und man wringt es wieder aus, diesen Wischmopp, und man muss sich wieder bücken und das wieder säubern, das Wasser. Und dann rennt man wieder zur Toilette und wechselt das Wasser. Das ist hier von gestern, denn durch diesen tollen Wischmopp, da integrieren Sie einfach alle Arbeitsleistungen, die Sie benötigen, weil es geht einfach von der Hand ab. In 2, 3 Griffchen und Sie sind schneller fertig, als die Polizei das Ganze erlaubt. Und das ist wirklich ganz, ganz prima. Der liegt super in der Hand. Ja. Das hat gerade so ausgesehen bei dir und der Monika, als ob du mit dem Wischmopp getanzt hättest. Ja, ist frisch halt einfach, ne? Ja, super. Also Sie bestellen das Ganze, diesen Wischmopp, ne, mit dieser tollen Funktion, mit der NX6247. Und da sage ich Ihnen einfach nur, so kann der Frühlingsputz doch einfach nur kommen, weil so macht auch der Haushalt Spaß. Denn Sie brauchen sich nach einem harten Alltag nicht damit beschäftigen, ewig zu wechseln und stundenlang im Haushalt zu investieren. Machen Sie sich doch einfach einfach. So ist es. Das war unser Platz Nummer 8 und ich finde, der ist wirklich verdient. Und jetzt machen wir aber auch schon weiter mit unserem Platz Nummer 7. Und das ist ein richtiges Schmuckstück, oder? Und ich zeig dir, wenn die nach Hause kommt zum Putzen, dann sind doch alle glücklich hier, unsere Diana. Und das ist jetzt nicht nur ein Sauger, wie er vielleicht jetzt im ersten Moment erscheint, es ist auch ein Handsauger. Und wir haben sogar auch einen Wischaufsatz mit dabei. Das heißt, Sie haben 3 Funktionen in einem. Wir zeigen Ihnen erstmal den Saugaufsatz. Ach ja, Diana hat uns gerade hier den Handsauger gezeigt. Kommt übrigens auch mit einer Fugenbürste zu Ihnen nach Hause. Und den können Sie dann ganz einfach hier wieder zum normalen Staubsauger umfunktionieren. Was jetzt das Tolle ist, ist, dass wir hier einen Sauger haben mit einer wahnsinnig guten Saugleistung. 20 Kilopascal. Mal zum Vergleich, in den meisten Fällen haben Haushaltssauger eher so im Schnitt 12 bis 15 Kilopascal. Hier haben Sie 20 Kilopascal, also ein super leistungsstarker Akku-Zyklonsauger. Akku heißt, Sie haben kein lästiges Kabel mehr. Hier, Sie haben gerade die rotierende Bodenbürste gesehen. Das heißt, die Bodenbürste sorgt noch mal zusätzlich für einen zusätzlichen Saugeffekt. Und das Tolle hier oben ist, Sie haben keinen Saugerbeutel mehr. Hier kommt der ganze Schmutz rein und den können Sie dann ganz einfach auch über dem Mülleimer leeren. Was hier übrigens auch noch mit dabei ist, ist ein HEPA-Filter. Auch hier wieder perfekt geeignet für Allergiker, weil der Feinstaub und Pollen rausfiltert. Und auch perfekt für Menschen, die Tiere zu Hause haben, die gerne mal haaren. Also hier der perfekte Sauger mit einer unglaublichen Saugleistung. So, und wenn Sie jetzt gesaugt haben, zum Beispiel Ihren Teppichboden, und jetzt die glatten Böden mal durchwischen möchten, dann ist Ihnen hier dieser Akkusauger auch behilflich. Sie haben hier nämlich den Wischaufsatz, da können Sie Wasser einfüllen. Ne? Hier kann ich einfach aufmachen, Wasser reinfüllen unterm Wasserhahn,
Dann mache ich hier noch die Vorrichtung auf. Jetzt kommt das Wasser raus. Und mit diesen rotierenden Pads haben Sie natürlich eine richtig gute Reinigungsleistung. Denn das muss man erstmal hinbekommen hier, dass Sie den Boden so schön intensiv durchwischen können. Mit diesem Akkuzyklonsauger geht das. Also Wahnsinn, was der alles für Funktionen vereint. Ja, absolut. Und es geht so einfach. Ich habe das ja gerade beobachtet, die Diana. Die macht das wirklich mit einem Finger. Und die Aufsätze, die lassen sich in einem Handumdrehen wechseln tatsächlich. Und wir kennen das auch alle. Wir müssen erst mal saugen. Dann, oder vorher fegen wir, dann saugen wir und dann wischen wir danach. Aber jetzt haben wir so ein 3-in-1-Modell. Und das ist natürlich wirklich, wirklich großartig, weil sie ersparen sich unglaublich viel Zeit. Und wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, gleich kommt der Besuch, gleich ist das Osteressen geplant, mit diesem 3-in-1-Zyklon-Staubsauger, da machen Sie das im Handumdrehen noch mal so fresh, dass der Besuch sich einfach nur freut und denkt, Mann, sieht diese Bude, die wir hier gerade besuchen, einfach nur schick und gut aus. Ne? Ja, und weißt du, es ist nicht nur Zeit, die ich mir hiermit spare, sondern auch Platz. Ich brauche keinen Eimer mehr, keinen Wassereimer mehr. Ich brauche keine Lappen mehr. Ich habe hier alles an einem Fleck, sozusagen in einem Gerät. Auch den Handsauger mit dieser wahnsinnigen Saugleistung von 20 Kilopascal, die bleibt Ihnen erhalten, auch beim Handsauger. Mhm. Und das ist einfach wunderbar. Also gerade Akkuzyklonsauger sind meiner Meinung nach es echt wert, die alten Sauger, die kabelgebunden sind, einfach mal zu ersetzen. Ne? Mhm. Weil das ist so lästig. Immer dieses Bücken. Ja. Dann reinstecken, dann ist das Kabel zu kurz, dann wieder rausstecken, im nächsten Raum wieder reinstecken. Bei der Treppe reicht das Kabel vielleicht nicht, gerade Treppe. Da ist es mir auch wichtig, dass ich einen Sauger habe, der leicht ist. Und der ist so leicht und handlich, oder Diana? Ja, das haben wir gerade auch schon mal. Alles automatisch, richtig. Super. Demonstriert, die Diana hat das gerade noch mal wunderbar gezeigt, also wirklich mit einem Finger zu handeln. Und wenn Sie vielleicht denken, oh Gott, mein Rücken, und da haben Sie hier so einen riesen Hightech-Staubsauger, wem bringt das denn bitte etwas, wenn der zu viel wiegt? Es soll einfach sein. Mhm. Und einfach ist dieses Modell, was wir hier und heute bei Pearl TV anbieten, definitiv. Und so macht Frühjahrsputz Spaß. Und vielleicht auch fürs Auto. Denn diese herkömmlichen Autosauger, wo man einen Euro reinschmeißt, die sind tatsächlich gar nicht so gut. Ich bin immer sehr, sehr unzufrieden. Wir haben diesen 3-in-1-Zyklon-Handstaubsauger mit der herkömmlichen Leistung eines typischen Bootstaubsaugers. Das müssen Sie sich schon mal überlegen. Mit der ZX4855, der 569 am Ende. Und somit wird wirklich alles sauber. Und egal, welche Böden Sie zu Hause haben, ob es Fliesen sind, Holzfußböden, Parkett, Laminat etc. pp. Sie reinigen wirklich alles. Und das sehr, sehr gut. Das verspreche ich Ihnen. Das war unser Platz Nummer 7 und wir machen weiter mit unserem Platz Nummer 6. Und dieser Platz war für mich eine Überraschung, als ich dieses Produkt hier bei Pearl kennengelernt habe. Der absolute Knaller, was dieser Sauger alles kann. Wir haben wieder grundsätzlich einen Sauger, aber nicht nur das. Wir haben einen Sauger, der in ein und demselben Schritt auch wischen kann. Und nicht nur das. Gleichzeitig desinfiziert dieser Sauger auch Ihre Bodenflächen. Ein Wischsauger, der schon mal saugen und wischen kann und dann auch noch desinfizieren kann, das ist wirklich unglaublich und das kann dieses Gerät in einem und hat noch viele, viele weitere Vorteile. Sie sehen hier, wir haben hier eine super Station, da ist dieser Sauger zu Hause sozusagen und wird immer automatisch hier auch aufgeladen in dieser Station. Dann haben Sie hier dabei zwei verschiedene Aufsätze. Einmal eine Mikrofaserwalze und damit kann ich natürlich so richtig schön effektiv hier meine Böden säubern. Wir haben hier auch so ein paar härtere Borsten mit dabei, damit Sie auch so ein bisschen den Boden auf Vordermann bringen können. Also super effektiv und Sie haben hier auch noch den Bürstenaufsatz. Perfekt, um meiner Meinung nach Fugen beispielsweise auch noch mal richtig schön durchzubürsten. Sie müssen gar nicht mehr mit der Zahnbürste da sitzen und mühevoll die Fugen bürsten. Das macht ganz einfach hier Ihr Wischsauger für Sie.
Und das Tolle ist, wenn wir uns den noch mal genauer anschauen, den Wischsauger. Schauen Sie mal, hier ist die Station, da tue ich jetzt die Bürsten wieder rein. So, hopp, können Sie übrigens auch ganz leicht auswechseln. Naja, das lassen wir jetzt. Und wenn wir uns den noch mal genauer anschauen, hier den Sauger, dann sehen Sie hier, dass wir einmal hier Frischwasser drin haben. Hier oben ist der Frischwassertank. Können Sie ganz einfach rausnehmen, Wasser einfüllen, Wasser wieder reinfüllen. Und jetzt, was ich gerade versehentlich ausgelöst habe, aber ich zeige es Ihnen jetzt, ist die Selbstreinigungsfunktion. Ich habe hier nämlich versehentlich auf einen Knopf gedrückt und jetzt reinigt er die Bürste von selber aus. Aber das geht hier rucki zucki, Rebecca, ne? Also Sie sehen schon, das ist eigentlich, macht er alles von alleine. Sie brauchen gar nichts weiter zu tun, denn er funktioniert einfach. Die Rebecca, die weiß nicht mal, dass er einen Knopf gedrückt hat und schon fängt an zu säubern. Ja, aber das ist wirklich eine wahnsinnig tolle Funktion, weil hast du schon mal einen Sauger gesehen, der sich selbst reinigt, ein Wischsauger, der die Wischwalze von selber reinigt. Das ist das, was hier gerade passiert. Das heißt, wenn Sie fertig sind mit dem Wischen, dann tun Sie den in die Station, drücken auf diesen roten Knopf hier, den ich gerade gedrückt habe, und dann sehen Sie, die Walze rotiert hier und macht sich sauber und das Schmutzwasser kommt hier in den Schmutzwassertank. Das heißt jetzt nicht nur bei diesem Prozess, wo er sich selber reinigt, jetzt ist er fertig mit dem Selbstreinigen, jetzt ist die Bürste wieder richtig blitzeblanke sauber. Und dann können Sie wieder loslegen, den Sauger rausnehmen aus der Station und wieder saugen und wischen in einem. Bisschen mehr Kraftpause, genau. So, jetzt ist er draußen, einmal ausklappen. Und das können Sie natürlich auch mit dem Fuß machen, auch das sehr, sehr bequem. Und dann saugen und wischen Sie in einem und desinfizieren auch noch. Wie funktioniert das jetzt mit der Desinfektion, fragt man sich vielleicht. Das ist UVC-Licht. Also UVC-Licht ist ein ganz natürliches Licht, also kommt natürlicherweise im Lichtspektrum vor, ist aber sehr energiereich. Und das sorgt dafür, dass Keime, Viren und Bakterien hier ganz einfach inaktiviert werden, also neutralisiert werden. Und das ist natürlich genial, wenn ich beispielsweise Kleinkinder mal zu Hause habe. Vielleicht auch habe, für Allergiker, oder, Rebecca? Genau, richtig. Ja. Für Menschen, die einfach auf Hygiene Wert legen. Und zwar nicht nur oberflächliche Hygiene, sondern wirkliche Hygiene, sodass man sagen kann, Keime, Viren und Bakterien sind alle hier inaktiviert und neutralisiert. Das funktioniert hier mit dem UVC-Licht. Da sehen Sie es. Das geht automatisch an, wenn Sie anfangen, Ihren Boden zu saugen und zu wischen. Dann geht dieses UVC-Licht an und sorgt dafür, dass diese ganzen kleinen Dinger, die wir nicht sehen können, aber auch nicht haben wollen, neutralisiert werden. Also geniales Produkt, habe ich noch nie vorher gesehen, bevor ich hier bei Pearl angefangen habe. Finde ich super. Also wirklich für Menschen, die es aufs Äußerste sauber und rein haben wollen. Also meine Mama sagt immer, da könnte man vom Boden essen. Ne? Das war mein Stichwort gerade. Ja. Wenn Sie das nächste Mal vielleicht denken, so, ach, bei den Nachbarn habe ich gesagt, da kann man ja vom Boden essen. Das kann man bei Ihnen auch. Schaffen Sie sich einfach so ein tolles Modell an hier. Und vor allen Dingen ist es einfach. Sie brauchen da jetzt nicht Stunden zu investieren für Ihren Hausputz, sondern es geht einfach ruckzuck. Und jeder denkt, Sie waren hier stundenlang auf den Knien und haben gereinigt, was das Zeug hält. Nee, 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 Sie haben es sich viel, viel einfacher gemacht. Und zwar hier bei Pearl TV. Und zwar bestellen Sie diesen Bodenwaschsauger mit Akku. Und wie gesagt, er ist wirklich ein absolutes Highlight und gehört in jeden Haushalt. Das kann ich wirklich Ihnen nur ans Herz legen. Mit der NX7676 und der 569 am Ende. Und Sie schauen hier nochmal für 275,49 €. Das ist wirklich eine Anschaffung, die Sie einmal tätigen. Und damit putzen Sie tatsächlich die nächsten Jahre komplett. Und Sie freuen sich bei allen Festen und können einfach nur begeistert sein, wie einfach das Ganze ist. Und das war doch wirklich ein ganz toller Platz Nummer 6. Aber es geht ja auch schon weiter, denn wir sind bei der Halbzeit und wir kommen zu unserem Platz Nummer 5. Ja, Rebecca. Wahnsinn. Auch ein geniales Gerät, wenn du mich fragst, Cindy. Unser 2-in-1
Milbensauger. Ja. Und wir hatten es ja gerade von Allergikern gehabt. Gerade für Allergiker ist es natürlich wichtig, dass wir eine gewisse Hygiene zu Hause haben, damit wir uns wohlfühlen. Aber auch nicht nur Allergiker, vielleicht haben Sie auch das Gefühl, so geht es mir zumindest manchmal morgens, ich wache auf und ich merke, Nase ist zu, Augen sind irgendwie rot. Ne? Ich sage Ihnen, woran das liegen kann. An Milben. Und Milben, wenn wir uns das überlegen, wie viele Milben in unserem Bett und in unseren Polstermöbeln stecken, das will man sich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich die Realität. Und dem werden Sie hierher mit unserem 2-in-1 Milbensauger. Wie funktioniert der jetzt? Wir haben hier eine Art Vibration, also hier, wenn ich das Gerät einschalte, dann vibriert hier diese Platte. Durch die Vibration werden die Milben, die ja sich sehr schön festsetzen können mit ihren Spinnenbeinchen, sind ja tatsächlich Spinnentieren, finde ich besonders eklig, aber die werden hiermit aufgelockert und direkt eingesaugt. Also die Milben sind wir schon mal los, die wird man, um ehrlich zu sein, nie komplett los. Aber damit werden Sie die Milbenlast deutlich reduzieren, vor allem wenn Sie es regelmäßig machen. Ist sehr einfach, weil Sie damit über Ihre Polstermöbel einfach drüber saugen. Aber das kriegen Sie halt eben mit Ihrem normalen Sauger nicht hin, weil der nicht klopft gleichzeitig. Hier wird geklopft. Und was Sie auch noch mit dabei haben, ist das UVC-Licht. Davon hatten wir es eben gerade schon gehabt. UVC-Licht tötet zusätzlich alle Keime, Viren und Bakterien ab. Und das ist wirklich genial, weil gerade solche Matratzen oder Polstermöbel sind jetzt nicht unbedingt die praktischsten Dinge, um sie in die Waschmaschine zu tun. Und wir wollen ja auch nicht unbedingt mit Chemie irgendwie rangehen. Und da ist hier dieser Milbensauger ideal, weil Sie damit beides in einem haben. Die Milben werden aufgelockert durch die Vibration, eingesaugt und das UVC-Licht sorgt zusätzlich dafür, dass die Viren, Bakterien und Keime auch noch eliminiert werden. Was schätzt du denn, wie viele Milben man in einem richtig heißen, warmen Sommer, Milben lieben übrigens Feuchtigkeit, was meinst du, wie viele Millionen, jetzt habe ich schon Millionen genommen? Ich mag es mir gar nicht vorstellen, Rebecca, aber ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich so an die Tausendergrenze kommen werden. Das klingt unglaublich viel, aber mein intuitiver Gedanke sagt mir, es sind wahrscheinlich so viele. Es sind richtig viele. Also bei so einem richtig warmen Sommer können das schon mal 10 Millionen Milben sein. Aber die Milben sind gar nicht mal das Problem, sondern der Milbenkot. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Milbe das 200-fache an Gewicht, an ihrem Gewicht, an Kot hinterlässt, stell dir das mal vor. Das ist unglaublich eklig, wenn man sich das vorstellt. Und ich finde es auch ganz gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass ich ganz, ganz viele Spinnentierchen in meinem Bett habe, die um mich herumkrabbeln. Ich hasse Spinnen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und ich kann die noch nicht einmal sehen. Ich finde das so schlimm. Nee, finde ich gar nicht schön. Und da ist dieser Milbensauger hier perfekt. Sie werden dieser Sache Herr. Sie können die Milbenlast deutlich reduzieren mit diesem Gerät und dann kann man doch viel beruhigter schlafen. Und du sagst immer den Anhaltspunkt, den ich als nächstes angesprochen hätte, denn ich möchte doch beruhigt schlafen und ich möchte auch gut schlafen und dafür reicht es nicht, das Fenster aufzumachen und eine Kerze anzuzünden. Nein, das Bett soll natürlich sauber sein, es soll alles hygienisch sein im Raum und es soll sich gut anfühlen. Und da sind Sie natürlich hier an der absolut richtigen Adresse, weil damit filtern Sie wirklich den größten Teil hinaus. Natürlich ein bisschen Rest bleibt natürlich immer, das ist ganz, ganz klar. Aber hiermit sind Sie auf der sicheren Seite und können einfach sagen, Menschenskinder, nochmal, es fühlt sich viel besser an, wenn ich abends ins Bettchen gehe, denn ich lebe gerne hygienisch und du bestimmt auch und ich glaube, unsere Zuschauer definitiv auch. Und schauen Sie sich das mal an, für 45,59 Euro zum TV-Sonderpreis. Das ist wirklich ein absoluter Knaller, so ein Hightech-Gerät. Mhm. Wenn Sie mal woanders schauen, was das kostet, es ist wirklich eine Menge mehr. Aber nur die nächsten 2 Stunden. Deswegen bestellen Sie nicht morgen und nicht übermorgen. Sie bestellen bitte jetzt oder vielleicht auch in einer halben Stunde in den nächsten 2 Stunden zum TV-Sonderpreis mit der NX4175. Das war unser toller Platz Nummer 5 zum Frühjahr.
das putzt. Und somit macht es jeder Hausfrau Spaß, denn sie dürfen auch Spaß haben. Sie sollen sich nicht nur ärgern, sie dürfen das auch mal genießen. Nehmen Sie Ihre Zeit für bessere Sachen in Anspruch und nutzen Sie den Frühjahrsputz einfach und machen es sich einfach. So, wir machen weiter mit unserem Platz Nummer 4. Und da haben wir die Weiterentwicklung von unserem 2-in-1 Milbensauger. Vielleicht fällt Ihnen schon mal ein Unterschied direkt jetzt auf. Es ist nämlich kein Kabel mehr da. Das heißt, wir haben hier jetzt einen akkubetriebenen 2-in-1 Milbensauger. Wie gesagt, die Weiterentwicklung funktioniert also ein wenig besser. Ich finde ihn auch sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und hier können Sie natürlich genau denselben Effekt erzielen wie bei dem vorherigen Gerät. Das heißt, Sie haben die Milben, die Sie damit locker klopfen mit dieser Vibration, genau das ist es. Da werden die Milben aufgelockert, werden direkt eingesaugt. Das ist der Unterschied zu Ihrem haushaltsüblichen Staubsauger. Der kann das nicht. Hier werden die Milben effektiv aufgelockert und können Sie so besser einsaugen. Und Sie haben auch hier die UVC-Lichtdesinfektion. Das heißt, Viren, Keime und Bakterien werden zusätzlich noch abgetötet. Also für mich ist damit alles klein. Ein Getier abgedeckt, was ich nicht leiden kann. Ja, und das ist so gesehen die fortgeschrittene Version des Vorläufers, den wir gerade präsentiert haben, der natürlich auch schon unglaublich toll war. Aber wir versuchen natürlich immer, uns weiterzuentwickeln und Ihnen zu zeigen, hey, wir können doch besser, wir arbeiten daran. Und jetzt überlegen Sie sich, welches Modell Ihnen tatsächlich am besten gefällt. Und ich sage Ihnen, Sie können mit beidem alles nur richtig machen tatsächlich. Denn sie leben gesünder, sie leben besser, es fühlt sich besser beim Schlafengehen an und alleine auch dieses ganze Wohlbefinden. Das war unser Platz Nummer 4. Den bestellen Sie mit der ZX6127 der 569 am Ende. Das war unser 2-in-1 Milbenstaubsauger und das war unsere Neuheit hier bei Pearl TV. Und das zum TV-Sonderpreis. Ich mag es immer noch wieder betonen. Für 66,49 €. Und jetzt geht es tatsächlich aber auch schon weiter. Und wir kommen der Treppe ein wenig näher. Und wir gehen auf Platz Nummer 3, Rebecca. Weil weißt du, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Cindy, was aber auch super lästig ist? Das sind unsere Fenster. Ja. Es macht keinen Spaß, oder? Mm-mm. Und es soll auch hier einfacher gemacht werden für Sie. Ja. Und da ist hier unser Wischsauger perfekt. In 2 Schritten können Sie hier richtig gut Ihr Fenster putzen. Genau, Diana fängt jetzt mit dem ersten Schritt an. Das ist genial. Sie haben hier die Sprühflasche und an der Sprühflasche haben Sie das Wischtuch direkt angebracht. Das heißt, der ganze Dreck, der sich hier ansaugt förmlich am Fenster, ne? Pollen kriegen wir jetzt auch wieder und Staub oder Sahara-Staub, ja, hatten wir jetzt auch, super lästig, können Sie hiermit wunderbar entfernen, dadurch, dass Sie hier das Wischpad direkt dabei haben. So, und der zweite Schritt ist dann hier der Sauger mit dieser Gummilippe. Vielleicht machen Sie das auch zu Hause so, wenn Sie Ihre Fenster händisch putzen, dann nehmen Sie so einen Schieber, Fensterschieber heißt das, glaube ich, ne? Mit dieser Gummilippe und streifen so Ihr Fenster ab. Nur das Problem ist, dann sammelt sich hier unten, indem Sie hier runterstreifen, sammelt sich hier unten der ganze Kram an. Ne? Also die Fensterbank wäre jetzt voll mit Wasser, wenn ich jetzt hier weitergehen würde. Machen wir so aber nicht. Wir drücken hier auf den Knopf und Sie hören es schon, wir haben hier einen Sauger. Diana, ich übergebe das gerne dir, weil Fensterputzen gebe ich gerne ab, aber so macht es doch auch Spaß. Schauen Sie mal genauer hin, wie hier die Feuchtigkeit effektiv eingesaugt wird durch diesen Sauger, der hier integriert ist. Ja. Also das ist wirklich genial und
soweit ich das erkennen kann. Es sieht streifenfrei aus, ne? Ja. Ich kenne das immer noch von der Mama. Ich weiß nicht, ob du das kennst tatsächlich. Die hat immer gesagt, nimm doch Zeitungspapier. Und ich habe gewischt und gewischt und gewischt mit diesem elendigen Zeitungspapier. Und wir wollten immer sparen. Und es wurde dann tatsächlich immer doch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Denn das Wetter macht einen so oft einen Strich durch die Rechnung. Ja. Denn ob die Sonne scheint, dann trocknet das Wischwasser. Wenn es regnet, funktioniert das Fensterputz eben auch nicht. Also wann ist denn bitte mal die richtige Zeit, um Fenster zu putzen? Machen Sie sich eins so einfach wie die Diana. Die sieht nicht nur hübsch aus beim Fensterrahmen putzen oder Fensterscheiben putzen, besser gesagt. Sondern die kriegt das so prima hin. Das ist unglaublich so schnell. Ja. Einfach schnell. Ne? Und ich würde Ihnen empfehlen, in die Sprühflasche füllen Sie am besten Wasser rein mit Spülmittel, dann einfach anfeuchten. Das geht so ratzfatz, rucki-zucki, weil Sie das richtige Material hier zur Hand haben. Und dann mit dem Sauger einfach drüber und das Wasser wird hier wirklich eingesaugt. Sie haben hier einen Wasserbehälter. Mit einer Menscheskinder. Genau, ein Wasserbehälter. Und da sehen wir auch schon, wenn ich da reingucke in den Wasserbehälter, da sammelt sich das Wasser auch schon an. Ne? Hier, zeig mal. Ja. Ah ja, genau. Hier haben wir das Wasser schon drin. Können Sie ganz einfach hier abnehmen und dann auskippen über dem Waschbecken. Und das ist hier ideal. Das heißt, das Wasser sammelt sich nicht mehr auf der wunderschönen Fensterbank. Sie müssen nicht noch hinterher wischen und Fensterrahmen wischen, denn dieser Sauger saugt das Wasser direkt auf, indem Sie gleichzeitig hier das Fenster mit dieser Gummilippe abziehen. Herrlich einfach, habe ich persönlich nur bisher ab 60 Euro aufwärts gesehen. Aber hier der Preis, Knaller. Ich auch. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vor so 2 Wochen geschaut. Und da habe ich wirklich auch nur alles so um die 60, 70, teilweise sogar 80 Euro. Mhm. Und das war mir ein bisschen viel, weil gerade heute die Preise steigen überall. Man muss ein bisschen drauf achten, alles wird teuer. Aber das ist wirklich ein Sonderpreis. 35,14 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Was bekommt man heute noch für 35,14 Euro? Da können Sie kaum noch 20 Kilometer mitfahren. Hast du gut gemacht, Diana. Richtig gut geworden. Ja, super sieht das aus. Super einfach. Erste Mal, ich habe das gesehen, wenn Carsten hat das, diesen Staubsauger veröffentlicht. Ich war so begeistert. Ich habe das für mich auch gekauft. Wirklich richtig gut. Der Frühling natürlich kommt. Natürlich, wir mussten alle Fenster putzen. Ja, das ist so. Gerade wenn die Pollen wieder kommen. Ja, und keiner möchte auch zu Besuch kommen. Die Wohnung sieht super schick aus. Oder das Häuschen, alles ist schön gemacht. Aber die Fenster, da denkt man, naja, da sind ja so kleine Schmierflecken drauf, das möchte keiner. Es soll rundum schön sein. Und das funktioniert hier ganz, ganz klassisch und prima. Sie bestellen diesen wunderbaren Fensterputzer mit der ZX7029, der 569 am Ende. Und somit können Sie durch jede Scheibe zwinkern. Das will ich Ihnen mal sagen. Das war unser ganz toller Platz Nummer 3 zum Thema Frühlingsputz. Aber wir haben noch Platz Nummer 2 und Nummer 1. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Platz Nummer 2. Das ist unser Fensterputzroboter. Wir machen Ihnen das Fensterputzen noch leichter. Und das ist hier wirklich Hightech. Ne? Also wir haben hier einen Fensterputzroboter, den ich fast schon magisch hier ans Fenster ran tun kann. Und der hält sich hier ganz von alleine. Ich drücke hier einfach auf Start und Sie sehen jetzt schon, ich habe hier keine Hand mehr dran. Und der hält von ganz alleine. Wie funktioniert das? Das funktioniert mit Unterdruck. Das heißt, per Unterdruck saugt sich hier der Sauger förmlich fest und sorgt dafür, dass der Sauger hier perfekt hält. Und das ist super gute, fortgeschrittene Technik, die hier verbaut ist. Hier können wir Ihnen mal einen Blick in das Innenleben sozusagen gewähren. Und hier sehen Sie, wie der funktioniert. Also das ist wirklich
richtig gut gemacht hier mit diesen zwei Wischpads. Das heißt, es wird hier tatsächlich mit zwei Wischpads über das Fenster geglitten und nicht nur sauber gemacht, sondern richtig schön, ja, fast schon poliert, würde ich sagen, mit diesen super guten Mikrofaserpads. Mikrofaser ist Ihnen ein Begriff, der Haushaltshelfer schlechthin, kommt hier natürlich auch zum Einsatz mit diesen Wischpads. Und damit ist das Fensterputzen so leicht gemacht, dass man sogar hier solche Zeichnungen mal ans Fenster macht, weil es so einfach ist, die auch wieder einfach wegwischen zu lassen. Sie haben hier ein richtig durchdachtes Gerät, dadurch, dass Sie hier ganz einfach das bedienen können. Sie haben hier ein Seil, was Sie auch noch mit dazu geliefert bekommen, ein Notfallseil, das Sie auch anbringen können, um hier das Ganze sicher zu gestalten. Aber wie Sie sehen, der hält hier perfekt am Fenster und nicht nur an geraden, waagerechten Fenstern, sondern auch an Dachschrägen. Oder hier, schauen Sie mal, Fliesen. Können Sie natürlich auch perfekt damit reinigen. Dadurch, dass Sie hier einen Drucksensor mit verarbeitet haben, gleicht Ihr Fensterputzroboter auch kleinere Unebenheiten aus, ist also damit für alle glatten Flächen super geeignet. Also denken Sie jetzt mal nicht nur an Ihre Fenster, gerade solche großen Fensterflächen sind doch so lässig. Ja. Und was kostet heutzutage so eine Fensterputzfirma, wenn da jemand kommt und man muss ihn bestellen? Das geht unheimlich in den Geldbeutel. Und durch diese Vakuumfunktion, das finde ich ganz prima, die Rebecca, die präsentiert das hier nochmal. Also der saugt sich quasi fest und der legt einfach los. Der macht alles von alleine. Nehmen Sie sich doch einfach ein Büchlein, setzen Sie sich auf die Couch bequem und lassen doch mal andere putzen. Nicht Sie müssen immer diejenige sein, die sich hier einen abrackert und den Haushalt macht und putzt, auch wenn der Mann das immer sagt. Nee, das bisschen Haushalt, das macht sich ganz von allein, wenn Sie hier bei Pearl TV bestellen. Und das Ganze für 199,99, das bedeutet noch unter 200 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Geld investiere ich persönlich so, so gerne. Denn ein Fensterputzer ist wesentlich teurer und der Arbeitsaufwand. Vielleicht sind sie auch nicht mehr so fit auf den Beinen. Die Arme tun weh und sagen sich, Mensch, wie schaffe ich das? Wie vielleicht auch die Omi. Auch meine Omi, die sagt dann auch immer, Mensch, wie kriege ich das hin? Jetzt muss ich erst mal ein Enkelkind fragen, die mir vielleicht Hilfestellungen leistet, um meine Fenster auch zu säubern. Und da ist natürlich so ein Gerät ganz, ganz prima, auch für große Fensterwände. Und guck mal, hier sieht man jetzt auch perfekt, diese Mikrofaserpads sind so gestaltet, dass sie so ein bisschen überstehen. Das heißt, der fährt hier auch ideal die Kanten von den Fensterrahmen ab. Also perfekt, gerade auch draußen hier, um mal die Fenster von außen zu putzen, können Sie natürlich von beiden Seiten machen. Richtig gut gemacht. Und was jetzt zu dem Preis auch noch zu Ihnen nach Hause kommt, ist nicht nur der Fensterputzroboter selbst, sondern auch dieses Notfallseil, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Sie haben noch eine Fernbedienung dabei. Das heißt, Sie müssen gar nicht mal mehr aufstehen, um den hier zu stoppen oder zu pausieren, sondern können einfach vom Fernseher aus quasi hier auf Stopp drücken. Hier das Notfallabsturzseil und die Mikrofaserpads kommen ersatzweise auch noch in diesem Pack zu Ihnen nach Hause. Jetzt habe ich gerade von dieser Notfallsituation gesprochen. Was ist so ein Notfall? Zum Beispiel im Falle eines Stromausfalls hat dieser Fensterputzroboter auch einen Notstromakku integriert. Das heißt, wenn ich den Stecker ziehe, dann hält dieser Fensterputzroboter auch noch 20 Minuten am Fenster, selbst ohne Strom. Sie merken, hier ist an alles gedacht. Ein geniales Gerät, Haushaltshelfer, der in jedem Haushalt Einzug finden darf. Rebecca, weil es einen das so ist leicht doch macht. Technik der Zukunft. Wenn die Hausfrauen vor 20, 30 Jahren gewusst hätten, dass es sowas heutzutage mal geben wird, dann hätten die wahrscheinlich die Hände vor den Kopf zusammengeschlagen und wären sehr, sehr traurig gewesen. Aber es ist nie zu spät, denn schaffen Sie sich doch jetzt an. Und Sie sparen noch 30 Euro dazu. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Jetzt kommt natürlich Ostern, da macht das auch Spaß, ein bisschen Geld zu sparen. Das macht es immer. Aber das Enkelkind kriegt vielleicht 1, 2, 3 Eierchen mehr aufs Tellerchen gepackt. Das ist auch wunderbar. Sie bestellen diesen wunderbaren Fensterputzroboter mit der ZX7126 der 569 am Ende. Das war jetzt erstmal unser Platz Nummer
Nummer 2. Und jetzt freue ich mich tierisch. Und nicht nur ich mich, auch die Rebecca und auch die Monika. Denn passend zu unserem Frühlingsputz kommen wir jetzt auf unsere Leiter, auf unseren Platz Nummer 1, meine lieben Damen und Herren. Fensterputzroboter, das aktuellste Modell aus diesem Jahr, das wir Ihnen präsentieren dürfen. Wow. Auch noch mal richtig schön weiterentwickelt worden. Der Unterschied ist jetzt hier, Sie sehen es jetzt natürlich vom Design schon mal, aber wir haben hier zwei Tanks und zwar ist da Sprühmittel drin. Mit der Reinigungslösung in Originalherstellerqualität kommt auch direkt ein Fläschchen zu Ihnen nach Hause. Ist sehr ergiebig, weil dieses Gerät natürlich punktgenau hier das Wasser dosiert. Ich zeige Ihnen den auch gerne direkt im Einsatz. Danke, Diana. Das ist das Fläschchen. So kommt das zu Ihnen nach Hause und noch vieles mehr. Aber schauen wir uns den Roboter erstmal mal auch noch mal hier im Einsatz an. Denn dann können Sie auch direkt sehen, wie der hier arbeitet. Der spricht ja sogar mit dir, Rebecca. Gut erkannt, genau. Hallo, Fensterroboter. Leg los. Genau, das ist Hobot. Sie hat sich einmal kurz vorgestellt. Hallo, ich bin Hobot. Und das finde ich so toll. Ne? Also ich habe auch einen Haushaltsroboter bei mir zu Hause. Der ist für mich wie ein Haustier. Weil ich meine, der spricht mit mir, der bewegt sich hier und leistet richtig gute Arbeit, dass ich den nicht mehr missen möchte. Und hier sehen Sie jetzt diese Sprühfunktion. Vielleicht können Sie es erkennen, wie er hier die Flächen besprüht, bevor er drüber wischt mit der Mikrofaserseite. Also auf der Rückseite haben wir hier ein Mikrofaserpad integriert und alle Vorteile, die ein Haushaltsroboter so liefern kann. Das heißt, er spart Ihnen Zeit. Sie sparen sich Mühe, Aufwand und Sie haben schön geputzte Fenster wie von Geisterhand. Also ich finde das unvorstellbar, was die Technik uns alles heutzutage ermöglicht. Das ist doch wie Magie, oder? Das ist wirklich magisch. Man glaubt es kaum. Ich sage ja immer noch, vor 20, 30 Jahren hätte man nie geglaubt, dass es mal so etwas geben kann. Und das ist quasi unsere Fortführung des vorherigen Modells. Also quasi, da sind sie ganz an der Spitze, da sind sie ganz modern. An der Front, wenn sie sich wirklich so einen tollen Roboter bestellen und wenn sie dann vielleicht Besuch bekommen, dann sagt die Nachbarin, na, was hast denn du da Tolles? Und dann sagen sie, naja, meine Fenster, die putze ich schon lange nicht mehr, denn das macht hier mein Hausfreund. Ne? Mhm. Geben Sie ihm doch vielleicht einen Namen. Dann hat er noch mehr Spaß dabei, denn sprechen kann er ja schon. Richtig ausgeklügelte Technik haben Sie hier. Sie haben ganz kurz die App gesehen. Die kommt für Sie auch gratis mit dazu. Müssen Sie aber nicht benutzen. Sie können hier diesen Haushaltsroboter auch ganz einfach ohne App benutzen. Ist nur für diejenigen, die Smartphone-affin ist, sind ein tolles, tolles Gadget. Sie haben hier einen bürstenlosen Motor integriert. Steht für Langlebigkeit. Hier sehen Sie nochmal die Sprühfunktion. Also perfekt vernebelt wird das hier aufgetragen auf Ihre Fensterflächen oder Spiegelflächen. Ich habe zum Beispiel auch Glastüren bei mir in der Wohnung. Auch super lästig zu putzen, weil die ja natürlich sehr, sehr hoch sind. Ne? Aber das können Sie einfach Ihren Fensterputzroboter machen lassen, Ihren Hobot. Hier sehen Sie auch noch die Lasersensoren, gerade für die Glastür-Thematik. Sehr, sehr wichtig, weil Glastüren haben keine Begrenzung hier durch den Fensterrahmen etwa. Und diese Sensoren erkennen sofort, ach, da geht's nicht weiter, da stoppe ich. Also richtig durchdacht, diese Geräte von Hobot. Hobot zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie Experten sind für Haushaltsroboter. Hobot steht für Home Robotics. Das heißt, die konzentrieren sich echt nur darauf, hier Ihnen den Haushalt einfach zu machen. Und wir sind so froh, dass wir Hobot-Geräte hier im Sortiment Ihnen anbieten dürfen, weil das passt natürlich perfekt hier ins Sortiment, weil wir lieben alles, was praktisch ist, nützlich ist. Und gerade solche Fensterputzroboter machen es einem doch echt leicht, ne? Ja, also die machen wirklich, die machen es einem nicht nur leicht, sondern die nehmen einem quasi die ganze Arbeit ab. Denn was ist denn das bitte für Arbeit, so einen Roboter einfach mal anzusetzen? Also wenn das zu viel ist, dann frage ich mich, ob er überhaupt noch von der Couch aufstehen mag.
Also Sie setzen ihn einfach nur an. Er macht alles von alleine. Er erkennt seine Strecken von A nach B. So weit muss ich fahren. Und er sagt tatsächlich auch, wann bin ich fertig, Rebecca? Richtig. Das ist toll. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil Sie haben hier nicht irgendeinen Fensterputzroboter. Sie haben einen intelligenten Fensterputzroboter. Richtig. Der berechnet die Wege. Der scannt Ihr Fenster ab und weiß ganz genau, wann er hier fertig geputzt hat. Das heißt, er putzt nicht einfach nur stumpf vor sich hin, sondern hat eben diese, wie du schon richtig angesprochen hast, Auto-Finish-Funktion nennt man das. Und weil Hobart ja mit uns spricht, kann Hobart uns dann auch sagen, Reinigungsaufgabe abgeschlossen und dann nehmen Sie den einfach vom Fenster. Wenn Sie doch noch mal 15 Minuten länger sitzen bleiben wollen, können Sie das auch noch machen. Der bleibt so lange hängen, bis Sie den einfach runternehmen. Also wirklich ein richtig, richtig toller Helfer im Alltag. Und Rebecca, jetzt denken vielleicht viele, was ist denn, wenn ich mal einen Stromausfall habe? Ah, gut, dass du es ansprichst. Simulieren wir mal direkt. Ich ziehe den Stecker. Ja, vielleicht zeigen wir das mal. Oh, falscher Stecker. Yes. Ah, er bleibt hängen. Und auch da spricht Hobart mit uns. Stromausfall. Ja. Bitte sorge für die Stromversorgung. Das machen wir jetzt auch wieder. Also auch das, es ist komplett durchdacht. Ja, also für alles ist gesorgt. Sie brauchen sich also keine Sorge mehr um nichts machen, sondern nur noch, wie kaufe ich den jetzt? Und zwar am besten jetzt mit der Nummer ZX7080, der 569 am Ende. Das war unser Platz Nummer 1 und der hat es wirklich faustdick unter den Ohren gehabt und verdient gehabt. Passend zum Frühjahrsputz, einfach alles bestellen.